Daraus machen wir natürlich einen soliden Block. Wahrscheinlich werde ich das gleich wieder trotzdem abreißen. Einfach nur... Na, verdammte Axt. Ich habe eine Axt zerstört und sag verdammte Axt. Ich bin auch so leicht zu belustigen, ne? Das ist schon fast traurig. Traurig trifft es, glaube ich, ziemlich genau. Und erstmal gehen wir pennen, bevor wir uns noch eine neue Axt bauen. Meine Axt, nimm sie mit für den Kampf. Dass Äxte auch nicht viel abziehen, ist auch blöd, ne? Eigentlich müssten Äxte sehr viel im Kampf abziehen, finde ich. So eine Hacken-Slay-Waffen. Mal gleich wieder Musik weitermachen. Kleiner Moment. So. Wie sieht denn das bis jetzt aus? Nicht schlecht, oder? Schon mal besser als das andere. Hier, wir machen mal das hier an. Hatten wir ja schon ewig nicht mehr. Und die Framerate ist immer noch konstant. Alter. Ich freue mich. Das heißt, ich kann das Motion Blur einsetzen zum Let's Playen. Wunderbar. Ich finde das rein von der Höhe eigentlich ein bisschen ästhetischer, muss ich sagen. Ach, ich muss mir ja noch eine Axt kredenzen. Hier, da, die Axt. Nimm sie, Pseudo. Bau sie dir. So. Und auf die 5 mit dir. Weg und dich hier hin. Das wird sich dann ja eh ersetzen. So, 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 so. Jupp. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Ja, meine Güte, dann kann man halt von hier aus nicht runtergehen. Da bin ich sogar am Überlegen, ob ich das Ganze dann noch ein bisschen anders gestalte. Also hier ist ja das Auffangbecken. Dann machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. So. Irgendwo muss ja die Erde drauf liegen. Und deswegen ist es eigentlich logisch, wenn das halt hier noch so eine Halterung hat, finde ich. Und dann halt hier zum Beispiel... Ach, wie machen wir denn das? So und so. Ja, und dann kommt ja hier eh die weitere Halterung, ne? Also das Auffangbecken und so weiter. So nämlich. Muss ich nochmal kurz hoch. Haben wir jetzt hier unseren Eingang, womit wir hoch können. Auf das ganze Konstrukt bereits. So. Und dann so. Und dann so. Schön. Und hier muss natürlich auch dicht sein. Und hier auch. Obwohl ich am Überlegen bin, dass man das hier unten... Obwohl... Ah, ich weiß nicht. Ja doch, eigentlich schon. Eigentlich sollte das hier unten vielleicht... Ah, ich liebe mich. Ich bin echt der Beste. Und zwar werdet ihr sehen, was ich vorhabe. Ich wollte das ja gemischt bauen, ne? Deswegen wäre es eigentlich ganz cool, wenn das so aussehen würde. Jipp, besser. Ist gekauft. Ab dieser Höhe wird es erst Holz. Außer das Auffangding hier. Wobei wir die Steine, die das Ganze unterstützen, im Prinzip so machen könnten. Allerdings müssen wir das jetzt natürlich umleiten, ne? Und ich muss auch nochmal überlegen, ob ich vielleicht den Knopf irgendwo anders hinpacke. Hier vorne halt so zum Beispiel. Um dann hochzugehen oder auf irgendeinen Punkt hochzugehen. Wäre, glaube ich, cooler, ne? Dann kann ich hier die Redstone-Leitung einfach zum Beispiel langlaufen lassen und hier irgendwo einen Knopf hinmachen. So. Warte. Nicht aufregen. Ich habe noch eine Stunde und 25 Minuten Zeit. So. Das muss ja irgendwie hinkommen, weil ich habe sie ja schon einmal ausgeteilt gehabt. Irgendwo muss das ja mit der Erde dann stimmen. So, und dann nehmen wir natürlich zuerst die 18. Das geht natürlich wunderbar. Ah.
natürlich jetzt die ganze Zeit nicht ganz so sehr am Labern merke, fällt mir natürlich auf. Merke ich mir gerade. Angela Merkel, ey. Angie, die geile Sau. Neuer Stack. Danke. Wie immer das Wegekreuz und ich muss sagen, ich finde es immer wieder schön. Ich finde es so dermaßen geil. Alte WoW-Musik. Und wir müssen das Ganze natürlich noch ein bisschen anders gestalten. Das gefällt mir eigentlich jetzt schon. Und zwar muss das Becken hier, das Auffangen-Ding, muss hier natürlich irgendwo auch abgegrenzt sein. Nicht, dass das hier oben drauf liegen bleibt. Kleinen Moment. Da musste ich eben gerade kurz husten. Zumachen bringt natürlich noch nichts hier. Wir können es nur schon mal bis dahin vorbereiten. So. Und so. Und dann wissen wir, hier muss noch was rein. Ne, hier genauso. Und... Zack. Ne, warte. Hier kommt nämlich die Tür rein. Hier genauso. So. So wird ein Schuh draus. Dann wird das Ganze auch ein bisschen kleiner. Weißt du, wenn es nicht ganz so hoch anfängt. Ich habe es ja schon relativ hoch angesetzt. Verletzt mich ja jetzt noch nicht mal, wenn ich hier runterspringe. Cool. Oder? Aber man sieht es halt nicht, ne? Ich hätte das Ganze jetzt hier natürlich nur so äußerlich machen können und ein bisschen Holz... Ich glaube, ich mache das. Einfach nur ein bisschen Holz zu sparen. Obwohl da gerade sehr viel gedeiht natürlich. Aber ich glaube, einfach nur um Holz zu sparen, werde ich das Ganze jetzt so machen. Dass ich halt nur die äußere Reihe Holz lasse. Und die innere Reihe einfach, ja, quasi mir wegdenke. Genauso wie das Ding hier. Einfach nur um Holz zu sparen, werde ich das Ganze einfach mit Erde austauschen. Brauche ich zwar auch wieder mehr Dings. Brauche ich natürlich auch wieder mehr Erde, aber es ist ja Wumpe. Wir haben ja noch ein bisschen im Keller. So, und hier interessiert das dann halt niemanden, ne, das Holz. Deswegen kann man das auch weglassen eigentlich. Überall, wo man es nicht sieht, kann ich es im Prinzip rausnehmen. Wenn man drunter guckt, sieht man das natürlich eventuell. Deswegen lasse ich hier zum Beispiel noch diese alle. Die lasse ich deswegen, obwohl man den hier wahrscheinlich nicht sieht. Den Kern, ne. Den werde ich noch austauschen. Und werde das einfach mit Erde ausfüllen. Oh, das muss wieder drauf, weil den sieht man ja. So. Aber hier, der kann noch weg. Jetzt muss ich gerade mal kurz selber gucken. Ich glaube, einen kann ich noch rein. Danach würde Dings kommen. Nee, ich bin auch so schlau. So, ich muss irgendwas kurz loswerden. Wie wär's denn mal mit dem... Wie komme ich überhaupt wieder raus? Okay, dann werde ich einfach mal einmal ganz kurz das Schwert los. Weil ich das Holz wieder aufsammeln möchte. So, und dann machen wir halt eine doppelte Schicht Erde hier draus, ne? Obwohl, hier muss das noch weg. Ah, ne, gar nicht. Schon wieder ruhig, ich habe gelogen. Ja, jetzt bin ich natürlich gleich vor dem nächsten Problem. Wie komme ich hier wieder raus, ne? Eigentlich so dann halt, ne? Mache ich halt einen Erdeverlust, meine Güte. Davon geht die Welt nicht unter. So. Und dann haben wir es auch gleich wieder. Auf der anderen Seite kann ich das natürlich auch gleich machen. Und diesmal kann ich es dann auch einfach direkt machen, ohne dass ich da vorher was anderes hinbaue, ne? So, und hier, das sieht dann halt niemand, wenn dann später das Dings drüber ist, das Holz. Und deswegen lasse ich das einfach so. Genauso wie die beiden hier, die sieht eigentlich auch niemand, die kann ich ja auch rausnehmen. So. Ah, doch, den sieht jemand, den hier. Weil da kommt ja die Tür drauf, das heißt, der wird gelassen. Aber hier wieder. Ups, so, das sieht alles keiner. Genauso wie den hier.
Und den hier auch nicht, glaube ich. Ach, warte mal. Wie hat die es auf der anderen Seite? Das kann ich sogar wieder nehmen, super. Das Schwert, das heißt, wir haben da keine Verluste gemacht. Genau, hier so, dann ist hier das Auffangbecken, ne? Das heißt, hier kommt das hin, das Ding. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann kommt Erde. 4, 5 und dann 6 und dann geht's hier wieder weiter. Nicht wahr? Wie habe ich das hier an der Seite gemacht? Okay, hier ist alles dicht. Dann machen wir das hier logischerweise auch. Oh, ein zu viel. Der hier und der hier ist das dann, ne? Ja. Huch, der hier muss dann auch ausgetauscht werden, aber erstmal gehen wir kurz pennen. Geht ja mal gar nicht fit. Die Nächte gehen ja schon wieder rasend an uns vorbei wie sonst was. Ach, holla die Weidfee. Gehen wir kurz zu diesem majestätischen Anblick schlafen, den man noch gar nicht gesehen hat, weil es so dunkel war. Und wir wachen zu Sonnenschein und man erkennt gar nichts, weil die Sonne zu doll uns ins Gesicht blendet und schalten die GUI wieder an und gucken jetzt doch mal, wie wir es weitermachen hier, das ganze Ding. So, auf jeden Fall musste ich hier, glaube ich, doch nochmal was austauschen. Und zwar wollte ich ja jetzt den unteren Bereich komplett in Stein halten. Und deswegen werde ich das mal kurz austauschen, einfach direkt. Die beiden hier so direkt, damit ich weiß, wo ich gewesen bin. So. Und das hier natürlich dann auch. Dann habe ich da vorne natürlich eben gerade ein bisschen Scheiße gebaut. So. Kann ich die eigentlich auch alle austauschen hier, ne? Bin auch schlau, dass ich damit nicht angefangen habe. Du kommst auch komplett weg. Dich werde ich auch komplett ersetzen. Genauso wie dich hier. Und all deine Freunde. So, die 1 ist das. Zack. So. Und ab da an lassen wir es natürlich. Und dich hier. Dann wird das nämlich doch eine Steinhalterung. Ergibt doch irgendwo mehr Sinn, ne? Halt. Hier können wir im Prinzip wieder Material sparen. Das sieht nämlich kein Arsch. So. Natürlich müssen wir dafür auch das Material wiederbekommen. Habe ich das jetzt gerade gekriegt? Ja, habe ich bekommen. Ach ja. Wenn das die vorbei sind, sind wieder 10 Minuten rum. So, hier kann im Prinzip auch wieder Erde rein. Und dann wieder hier ausgetauscht. So, und wie habe ich das hier gehalten? Eigentlich habe ich es so gemacht, sozusagen. Ne? Ja. Habe ich, ne? Hier sieht man ja den Strich und dann ist hier da der eine davor. Kann ich das hier im Prinzip auch machen, oder? Könnte vielleicht besser... Ah, ne, gar nicht. Hier ist ja das Auffangbecken. Deswegen geht es leider nicht. Aber was ich noch machen muss, ist das Ding, glaube ich, abschließen. Ich muss das, glaube ich, abschließen. Einfach nur, damit das halt nicht nach hinten wegfließt, sondern nach vorne kommt. Ach, schade. Jetzt wünsche ich mir, ich hätte das, glaube ich, einem weitergemacht. Um hier halt noch den hier machen zu können. Einfach nur des Style wegen. Ich mach das. Sorry, Leute, ich mach das jetzt noch. Ein weiter, das Ganze. Nochmal kurz hoch. Das machen wir mal von oben. Wir müssen natürlich jetzt auch wieder die Löcher weichen und so weiter und so fort. Ah, verdammte Axt. So, so, so. Aber wie ich immer so schön sage, davon geht die Welt nicht unter.
Dann pirschen wir uns halt langsam unser Ziel ran. Das hier muss jetzt natürlich dann eigentlich nur alles um einen versetzt werden, natürlich, ne? Warte. Ja, doch. Das Ding muss weg. Auf jeden Fall. Komplett. Machen wir es halt erstmal so.